sich interessiert, wieso ich früher in der Grundschule meinen Namen selber falsch geschrieben habe, obwohl ich ihn eigentlich schreiben konnte, könnt ihr sehr gerne dieses Video anschauen und dranbleiben. Die Grundschule, das war schon eine eigene Zeit für sich, würde ich sagen. Mir wurde auch gestern erst ein Bild geschickt von einem Klassenfoto aus der ersten Klasse. Es war sehr unterhaltsam. Ich habe sehr viel gelacht und nochmal mit der Person über das Bild gesprochen und ja, ich habe sehr viel geschmunzelt. Aber seien wir doch mal ehrlich, in der ersten Klasse ist man doch noch gar nicht so selbstbewusst, oder? Natürlich, man hat so ein bisschen irgendwie grobe Charakterzüge schon angenommen, aber sind wir mal ehrlich, haben wir uns da schon irgendwie zu uns selbst entwickelt oder das Selbstbewusstsein einer 20- oder 30-jährigen Frau? Ich zweifle da so ein bisschen dran. Also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Ich wurde jetzt nicht sonderlich streng erzogen, muss man dazu sagen. Ich hatte meine Regeln, ich hatte die Dinge, auf die ich geachtet habe und ich war die meiste Zeit eigentlich schon ein sehr liebes und braves Kind, würde ich behaupten. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern mir eine Sache auf jeden Fall sehr, sehr eingebläut. Autoritätspersonen haben immer recht, Laila. Immer. So war ich also in der ersten Klasse und eine Lehrerin hat mich aufgerufen und hat meinen Namen falsch geschrieben. Und dann habe ich die Lehrerin noch gefragt. Ich so, hä, aber wird mein Name nicht eigentlich so geschrieben? Und die Lehrerin war super überzeugt und sie als Autoritätsperson hat mir dann als Kind vermittelt, nein, dein Name wird anders geschrieben. Das ist nicht mit einem I, sondern mit einem IE. Also habe ich angefangen, meinen eigenen Namen falsch zu schreiben, weil ich war mir ja so sicher, Autoritätspersonen haben immer recht. Schließlich haben meine Eltern mir das immer gesagt. Autoritätspersonen und Lehrer und Dozenten und Polizisten und alle haben durchgehend durch die Bank weg schließlich recht. Sie sind Autoritätspersonen, sie sind ausgebildet, dazu recht zu haben. Du musst dich immer an das halten, was Autoritätspersonen sagen. Ja, mit diesem sehr interessanten Mindset wurde ich groß und habe dementsprechend einige Wochen lang meinen Namen falsch geschrieben, bis meinen Eltern aufgefallen ist, hä, Laila, auf deinem Zettel sehen wir gerade, dass du deinen Namen falsch schreibst, aber du hast doch schon vor der Grundschule angefangen, deinen Namen zu schreiben. Wir haben dir das doch beigebracht. Und die kleine Laila so, ja. Aber Papa, du hast doch gesagt, die Autoritätspersonen, die haben immer recht und die Lehrer, die sind immer im Recht. Und ja, die Lehrerin, die hat gesagt, ich schreibe meinen Namen falsch, deswegen habe ich das jetzt richtig geschrieben. Dann haben meine Eltern mich diesbezüglich aufgeklärt und gesagt, ja, auch Autoritätspersonen dürfen Fehler machen und es kann immer mal passieren, dass auch Autoritätspersonen Fehler passieren, Laila. Nichtsdestotrotz war diesbezüglich da schon ein kleiner Schaden angerichtet worden, weil ich immer noch dieses Problem mit Autoritätspersonen habe und es geht gefühlt nicht weg. Egal, ob das irgendwie der Chef ist, ob das ein Lehrer oder ein Dozent ist und ja, es ist, selbst wenn die Polizei hinter mir fährt und ich weiß, ich bin angeschnallt, ich fahre nicht zu schnell, ich kann Auto fahren, weil ich habe meinen Führerschein bestanden, ich fahre jetzt schon ein paar Jahre lang und bin unfallfrei und bin doch recht vernünftig im Straßenverkehr. Sobald die Polizei hinter mir fährt, habe ich Angst, angehalten zu werden und gesagt zu bekommen, du hast irgendwas falsch gemacht. Genau deshalb möchte ich gerne sagen, Autoritätspersonen können falsch liegen. Autoritätspersonen sind normale Personen wie du und ich und machen genauso Fehler. Meistens machen sie genauso jeden Tag Fehler wie du und ich. Und nur weil jemand einen Titel hat, heißt es nicht, dass es ein Übermensch ist. Egal welchen Titel du in deinem Leben hast, du bist trotzdem weiterhin nur ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auf der Welt auch. Und falls das hier auch irgendwie Eltern gucken, bläut euren Kindern nicht zu krass ein, dass Autoritätspersonen immer recht haben. Natürlich sind es Autoritätspersonen. Man sollte Respekt vor Autoritätspersonen haben, man sollte gut mit Autoritätspersonen umgehen. Aber der Punkt ist, das sollte man mit jeder einzelnen Person auf dieser Welt, nicht nur mit Autoritätspersonen. Ja, Autoritätspersonen können manchmal eine kleine Macht ausüben gegenüber anderen Personen, das stimmt. Aber deshalb sollte man sie nicht zwingend anders behandeln als jeden anderen Menschen auch. Man sollte jeden einzelnen Menschen mit dem nötigen Respekt behandeln und ihnen vorurteilsfrei begegnen. Nur weil jemand einen Titel hat, heißt es nicht, dass der in irgendetwas besser sein muss als du oder ich. Natürlich hat er seine Spezialgebiete, in denen er vielleicht besonders versiert ist, das stimmt. Nichtsdestotrotz kannst du als Otto-Normalverbraucher oder ich als Otto-Normalverbraucher in bestimmten Bereichen deutlich versierter sein als der Typ mit Titel. Falls ihr jetzt also Eltern zugucken oder auch ihr selbst, falls ihr darunter vielleicht auch ein bisschen leidet, so wie ich mit Autoritätspersonen und so und ihr euch da weiterentwickeln wollt. Autoritätspersonen sind ganz normale Menschen. Sie gehen jeden Tag genauso auf Klo wie du, sind ebenfalls komplett nackt auf die Welt gekommen, hatten nichts und haben einfach nur Dinge in ihrem Leben getan. Das macht sie aber weder besser noch schlechter. Das sind einfach normale Menschen. Und sich das jedes Mal im Kopf
nochmal aufzumalen. Ich habe auch super oft gehört, dass sich Leute einfach die Autoritätsperson nackt vorstellen und es ihnen dann besser geht. Ich persönlich muss sagen, mir bringt das irgendwie nicht so viel. Also, was mir persönlich geholfen hat, besser mit Autoritätspersonen umzugehen, ist Folgendes. Hört auf, eine Autoritätsperson auf ein Podest zu stellen. Stellt die Autoritätsperson auf dasselbe Podest, auf das ihr euch selbst platziert. Alle Menschen sind gleich. Wir sind gleich viel wert, haben gleich viel Respekt verdient und sollten uns auch alle so behandeln. Wir sollten miteinander sein, wir sollten nicht gegeneinander arbeiten. Die anderen haben nicht immer recht. Du solltest dir selbst am meisten vertrauen. Du hast Gefühle, du hast Emotionen, du hast Gedanken, du hast Wissen. Arbeite mit dem Wissensstand, den du zu dem Zeitpunkt hast, aber vertraue dir. Natürlich können andere Menschen manchmal mehr wissen als du, aber du selbst weißt, was für dich richtig ist. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß einfach darauf, ob Autoritätspersonen Druck auf dich ausüben wollen. Sie können so viel Druck auf dich ausüben, wie sie wollen. Lass es nicht zu. Sei stark, steh zu dir selbst, sei selbstbewusst und liebe dich selbst. Entgegne dir selbst am meisten Liebe und vertraue dir. Vertraue auf dich selbst, guck, wie viel du erreicht hast, guck, wer du bist, wie du dich entwickelt hast, egal ob persönlichkeitstechnisch, ob beruflich, ob in der Schule. Es ist total egal. Aber merke, wie viel du in deinem Leben geschafft hast und wie du dich entwickelt hast, wie du zu dir selbst geworden bist und zu dir selbst gefunden hast und vertraue dir. Traue dich, du selbst zu sein, dich selbst zu lieben, dir selbst zu vertrauen. Mehr Sicherheit, als du selbst dir geben kannst, kann dir niemand auf der Welt geben. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, so viel Sicherheit in dir selbst zu spüren und dich selbst in dir sicher zu fühlen, wird es dir auch viel leichter fallen, mit Autoritätspersonen umzugehen. Weil du siehst, okay, die Menschen sind auch nur Menschen. Sie haben Fehler, sie haben Macken, sie haben Unsicherheiten. Auch sie haben Probleme. Sie haben natürlich einen Beruf als Autoritätsperson. Aber sie haben auch ein Privatleben, sie haben private Probleme, vielleicht haben sie auch Familie, vielleicht streiten sie gerade mit jemandem. Das alles weißt du nicht. Aber der Fakt ist, die Fassade einer Autoritätsperson sollte brechen, weil die Fassade einer Autoritätsperson so, wie sie auf dich wirkt, gar nicht existiert. Schaue hinter die Fassade, schaue auf die Person, schaue auf den Charakter dahinter und nicht auf die Autoritätsperson. Schaue auf die Mutter jemandes, schaue auf die Ehefrau jemandes. Schaue vielleicht auf einen ganz normalen Mensch, dem vielleicht gerade sein Auto kaputt gegangen ist. Autoritätspersonen sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Und alle sind menschlich. Also hab keine Angst vor ihnen. Alle Menschen sind gleich. Auch du könntest irgendwann eine Autoritätsperson sein. Und falls du jemals selber eine Autoritätsperson wirst, mache anderen keine Angst. Zeig ihnen, dass du ein ganz normaler Mensch bist, dass auch du Emotionen hast und menschlich bist. Ich finde, Autoritätspersonen sollten mehr Menschlichkeit zeigen. Dann hätten wir vielleicht auch alle einen Tick weniger Angst vor ihnen. Leute, Autoritätspersonen sind nur Menschen. Habt keine Angst vor ihnen. Vertraut stattdessen auf euch selbst. Vertraut auf euer Herz, auf euren Kopf, auf eure Körpermitte. Vertraut euch. Ihr selbst könnt euch so viel Sicherheit geben, wie es niemand tun kann. Und ihr habt euch selbst immer dabei. Also fühlt euch sicher mit euch selbst. Niemand kann euch so viel Stabilität und Selbstvertrauen geben wie ihr selbst. Also arbeitet an eurem Selbstvertrauen, an eurer Selbstliebe und fühlt euer Herz, fühlt eure Emotionen, fühlt auch, was ihr denkt. Ihr wisst es meistens besser. Wir haben alle einen inneren Kompass, mit dem wir arbeiten können. Und wenn wir auf uns selbst und unseren Kompass vertrauen, wird er uns schon gut leiten. Mit diesen Worten beende ich nun dieses Video, wünsche euch einen tollen, umwerfenden, superschönen Tag und ich hoffe, ihr braucht nicht so eine coole Glitzerkette wie ich und habt draußen Sonne und ja, ich wünsche euch einfach einen super schönen Tag. Ich werde jetzt einfach angeln bei Animal Crossing und jetzt gehen. Ciao.